Ach so, Ladies and Gentlemen, es ist gerade schweinelaut. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Pokémon! Ich muss mal gerade. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass ich da kein. Dass der nicht spricht, aber das scheint ja normal zu sein. Ja, herzlich willkommen. Es ist immer noch schweinelaut. Oh Gott. So, herzlich willkommen zu Pokémon! Yay, endlich ist es da. Heute rausgekommen, vor 4 Stunden Release, das ist 4.05 Uhr in der Nacht. Die Gala-Region ist ein wundervoller Ort, voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ich glaube, das ist beabsichtigt, dass die Erde spricht, oder? Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Okay, oh mein Gott, bist du hässlich. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Das ist so strange. Also so seltsam, dass der nicht spricht. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Yay! Yay! Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs. Okay. Okay, das ist funktionieren. Verabschiede mich von Spitznamen Deon, der Unschlagbare. Alter Schwede. Das ist groß. Pokémon Shield. Ja, ich habe, wie ihr seht, mir Pokémon Shield geholt. Ich habe keine Ahnung, ob das Starter-Pokémon besser ist als bei Schwert. Aber ich kann mit leben. Das ist mein zweites Pokémon-Spiel. Das erste war ja diese Switch-Version von so ein bisschen von Pokémon Go. Go Pikachu oder wie das hieß. Hallo, Ibims. Jemand zu Hause? Hey Sasa, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seinen Klurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Achso, seine Klurak-Pose. Wer ist sie denn? Mama? Mama! Oh, was machst du denn hier? Hopp. Hip, hopp. Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Sasa abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Sehr bruderfixiert, mein Freund. Ach komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt einen Mitbringsel ab. Hehe. Geht's denn hin auf die Pokémon-Messe? Ich warte draußen auf dich. Achso, ich kann aufstehen. Autsch, 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 autsch. Hallo? Guten Morgen! Okay. Autsch, 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 autsch. Das Geräusch hätten sie sich schenken können, ey. Das ist voll dämlich. Ist mein Beutel? Wo ist denn mein Beutel? Was muss ich denn machen? Dein Beutel müssen, dann vergisst du die Münze. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ein Beutel müsste in meinem Zimmer liegen. Pikachu. Das ist doch kein Beutel hier. Ah! Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Das ist doch kein Beutel.
ist doch ein Koffer. Yay! Abenteuer, mit dem Ace öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü speicherst, kannst du dein Spielfort, kannst du eine Karte, die Landkarte der Region und dein Ziel. Der Abenteuer fehlt, kannst du jetzt halt wieder. Alles klar, unter X. Ja, funktioniert noch nicht. Achso, weil ich Y drücke. Beutel. Trank, okay. Speichern, Karte. Ich muss dazu sagen, ich werde das heute, also ich muss dazu sagen, es ist jetzt, wie gesagt, kurz nach 4 Uhr. Ich habe eben 3,5 Stunden lang Star Wars aufgenommen. Die Folgen bearbeiten gerade und laden gerade hoch. Ich nehme jetzt noch 1-2 Stunden lang Pokémon auf. Ich muss ab 13 Uhr arbeiten und werde die Switch mitnehmen und werde dann mit einem anderen Charakter schon mal ein bisschen spielen, um mal ein bisschen in das Spiel reinzukommen. Also nicht wundern. Okay. Knospi. Oh Gott, das sind ja echt überall Pokémon. Wow, was ist das für ein Beidel? Einen größeren hast du nicht gefunden? Hehe. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Ich will ein Pokémon haben. Okay. Das. Schau mal, ein Wolli. Was machst du das denn da? Das ist dumm. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt dahinter der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon ist dort nicht zu spaßen. Wolli. Wolli. Hoffentlich hat es das begriffen, aber jetzt zu uns, Sasa. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ist, ist ein lahmes wie Skora. Mit dem großen Battle auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Hey, hier. Du hast einen Frühstart, mein Freund. Ich kann nichts machen. Jetzt kann ich. Wolli. Moinsen. Ich weiß noch nicht, wo du wohnst. Wohnst du hier? Sasa, Hopp wartet auf dich. Schau doch mal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Alles klar. Gehe ich mal davon aus, dass er hier wohnt. Ja, wir gehen einfach mal ins Haus rein. Ist ja nicht in Amerika, hier wird man ja nicht erschossen. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Sasa ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Delion? Dein Bruder ist doch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld hab. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Oh, dann gehe ich ihn besser abholen. Dylan hat seinen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt. Stimmt, Sasa? Nein, habe ich nicht. Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Au. Au. Guten Tag. Die ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause trotzt. Das sollte für den Fall immer schon sauber aufgeräumt sein. Okay, der hat aber viele Pokémon-Comics. Die Musik ist, ganz ehrlich, die Musik ist ein bisschen anstrengend. Kann man denn... Nein, das war falsch. Da ist X. Einstellung. Kampfstil, Teambox. Ich kann nichts machen bezüglich Musik. Ja, schade. Wo ist jetzt B? Ich habe schon so lange nicht mehr mit dem Controller gespielt, dass ich erstmal gucken muss, wo die Tasten sind. Alles Startgara! Dann los! Aber pass auf, dass du bei den hohen Grasen zu nahe kommst, okay? Wer weiß, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück mein Wolli, falls mich eins der wilden Pokémon angreifen will. Aber du bist völlig wertlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Wieso habe ich noch kein Pokémon? Alter, die Musik. Route 1.
Guck mal da. Wenn du noch kein Böden hast, solltest du lieber vom hohen Gras fernhalten. Ich wollte aber einen Kuckuckball da haben. Ah, okay. Raspberry. Das ist ein Klubanda. Ich glaube, das ist ein Klubanda. Hallo Pesperi, Champ Dillion ist wieder hier. Was für ein Empfang, es gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, ist es wirklich? Dillion ist hier, du, der Klurak. Ah, Klurak ist das, Entschuldigung. Was habe ich gesagt, Klumanda? Ihr seid beide unschlagbar, sieht man, wie ich mich auskenne. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum... Also, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausforderst, um mir meinen Titel streitig zu machen. Ja klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Und jetzt nimm mich. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber genau. Aber so stark wie dein Klurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Klurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch ganz andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas miteinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Was bist denn du für ein Idiot? Hä? Warum machst du denn sowas? Klurak! Sollen alle ganz schwach sein, damit du der Stärkste bleibst. Hey, Bruder Herz. Piepims. Ah, hopp. Wenn das nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen, Mann. Bist du groß geworden? Das sind gute 3 cm mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Wem gehört dieses leuchtende Power-Auge? Ich kann das nicht. So auf Dauer. Halt, sag nix. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Sasa sein. Der Champ kennt mich. Oh mein Gott. Ich muss mich gerade so zusammenreißen, nicht zu rüpsen, ey. Gerade was getrunken. Ich bin Dillion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Freunde nennen mich deshalb auch Dillion, den Unschlagbaren. Na, schauen wir mal. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Klurak-Fan. Genug gequatscht, die zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu... Oh Gott. Was haben die denn immer nur... Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen eben würde, würde er bestimmt dabei helfen. Blablabla. Bla, bla, sein Potenzial voll aussagen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn ich heiße. It's Champ Time! Oh mein fucking Gott. Es ist auf so vielen Ebenen so verstörend. Jetzt spannt es sich länger auf die Folter, Bruder. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du es etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die Allerbesten. Pokémon. Will, dass ihr stark seid. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen. Zeigt den beiden, was in euch steckt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpam, das Feuer-Pokémon Hopplo, das Wasser-Pokémon Mimion. Also ich würde das Feuer-Pokémon, wenn ich jetzt einen aussuchen kann, würde ich den Feuer-Pokémon nehmen. Der ist echt süß. Und es ist Feuer. Feuer toppt alles. Feuer bringt Wasser zum Kochen, Feuer macht Pflanzen putt. Also... Aber der ist auch süß, aber der ist ein scheiß Pflanzen. Das Stöckchen. Okay, das Wasser-Pokémon schon mal nicht, das ist eine Heulsoße. Gut, genug gespielt, kommen wir wieder hin. Außerdem hat er ein Pflaster auf der Nase, das sieht voll Gangster aus. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Wer du zuerst? Ich habe ja schon meinen Wally. Das ist aber nett. Ich nehme das. Hopplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. Mit ihm brennt der Flamme der Begeisterung. Schätzt du dich für das Feuer-Pokémon, Hopplo? Na klar. Ne, Hopplo. Du hast dich für Hopplo entschieden. Möchtest du dem Herrn? Ja.
Ich nenne ihn. Keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Ich bin da sehr. Ghetto Faust! Ah, du hast dir also Hoppler ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Chimpip. Du bist ab sofort mein Partner. Warst du schon eins? Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Yay. Wally. Wally. Wir haben mich schon gedacht, Hopp. Deshalb bin ich nicht nur dir, sondern auch Sasa ein... Hab ich nicht mehr, okay. Könnt ihr mit einer wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut zu werden wie ich. Muss doch das eigentlich im Leben sein. Was ist mit dem Kleinen? Du kommst mit mir, mein kleines Pokémon. Du werden hoffentlich gute Freunde. Er ist strikt stark, aber er hat ein gutes Herz. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon natürlich auch gesorgt.